Hallo, mein Name ist Martin, ich bin 15 Jahre alt, ich erzähle euch, was mir passiert ist. Es geschah an einem regnerischen Mittwoch, im Fernsehen lief nichts Gescheites und mir war langweilig. Also schaltete ich mein PC an und spielte Slenderman. Für alle, die Slenderman nicht kennen, Slenderman The Eight Pages ist ein Survival-Horror-Spiel. Dies gibt es nur im Einzelspieler-Modus, du wirst aufgefordert, 8 Seiten zu finden. Dabei wirst du von einem Mann mit einem schwarzen Anzug verfolgt. Der Mann hat kein Gesicht und sein Kopf ist kreidebleich. Diese 8 Seiten sind über der ganzen Map verstreut. Nach jeder Seite, die du findest, siehst du den Slender öfters. Es gibt Fahrzeuge, Gastanks, Röhren, kleine Häuser und Felsen. Der Protagonist ist mit einer Taschenlampe ausgestattet. Der Protagonist kann langsam gehen. Ab und zu kann er auch rennen, was aber nur begrenzt ist. Er kann nicht springen und die Taschenlampe ist nach einiger Zeit komplett erschöpft. Um die Map herum befindet sich ein Gitterzaun. Das Spiel beginnt in einer finsteren Nacht. Die Seiten werden immer zufällig verteilt, damit niemand weiß, wo genau eine Seite ist. Ich begann also das Spiel und lief zuerst zu einem großen Baum hin. Dort befand sich auch die erste Seite. Ich sah den Slenderman hinter einem Baum. Ach nö, schon nach der ersten Seite hatte er mich gefunden. Ich ging zu dem Bad, um die zweite Seite zu finden. Dort angekommen, nahm ich die Seite und drehte mich um, was ein Fehler war. Er sah mich mit seinem gesichtslosen Kopf an. Ich schrie, denn das hätte ich nicht erwartet. Das Bild wurde verzerrt und man sah sein Gesicht genau. Sofort ging das Spiel wieder zum Hauptmenü. Noch einmal, ich will es endlich mal schaffen, sagte ich zu mir. Ich klickte also auf Start, um wieder neu zu beginnen. Ich lief diesmal als erstes zu dem Bad, wo sich die erste Seite befindet. Dann lief ich zu den Gastanks, dort befand sich glücklicherweise die zweite Seite. Bis jetzt sah ich den Slender noch nicht. Seltsam, sagte ich zu mir. Sonst sah ich ihn doch direkt nach der ersten Seite. Ich lief zu dem Auto mit dem Haus, wo sich noch eine Seite befinden sollte. Nach ungefähr 30 Sekunden fand ich sie auch. 3 von 8 Seiten wurde mir angezeigt. Immer noch keine Spur von Slender. Irgendwo muss er doch sein, dachte ich nach. Ich suchte nach der 4. Seite, also lief ich zu dem großen Baum. 4 von 8 Seiten wurde mir nun angezeigt. Nun sah ich Slender genau dort, wo ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Ach, da bist du, sagte ich zu ihm. Meine Taschenlampe würde bald leer sein. Ich lief zu dem rosa gefärbten Teil, ich weiß auch nicht, was es darstellen soll. Dort befand sich die 5. Seite. Ich drehte mich nicht um, da ich sonst verlieren würde. Nun rannte ich zu den Steinen. Dort angekommen sah ich den Slender sofort. Scheiße, ich will alle 8 Seiten finden. So schwer kann es doch gar nicht sein. 6 von 8 Seiten gefunden. Gut, ich muss nur noch 2 Seiten finden und dann habe ich es geschafft, rief ich schadensfroh. Als nächstes ging ich zu der Röhre. Dort befand sich glücklicherweise die 7. Seite. Nur noch eine Seite, ich will es schaffen. So weit war ich ja noch nie gekommen, sagte ich zu mir. Ich war schon so lange beschäftigt, dass es schon sehr spät war. Ich dachte mir nichts dabei und spielte trotzdem weiter. Ach, diese paar Minuten, die ich zu spät im Bett bin, halten mich nicht ab, dachte ich. Als nächstes ging ich zu den Baumstämmen. Dort befand sich aber keine Seite. Nein, 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 ich muss schnell sein, vielleicht befindet sich die letzte Seite bei dem Auto mit dem Anhänger, rief ich verzweifelt. Voller Angst, dass mich der Slender fangen könnte, rannte ich zu dem Auto mit dem Anhänger. Voller Glück fand ich dort die 8. Seite. Ja, ich habe es geschafft, sagte ich glücklich zu mir. Nun teleportierte sich Slenderman vor den Protagonisten. Nun müsste das Spiel zu Ende sein. Aber Slenderman blieb vor meinem Gesicht und zog mich in den PC ein. Was zum, stieß ich aus, bevor ich bewusstlos war. Als ich aufwachte, war es nachts und ich befand mich in einem Wald. Wo bin ich? Träume ich? Fragte ich mich verwundert. Auf einmal sagte jemand aus dem Nichts: Finde die 8 Seiten. Nein, nein, das kann doch nur ein Traum sein. Ich kann jetzt doch nicht im Spiel sein. Ich gucke nach unten und fand eine funktionstüchtige Taschenlampe. Nein, bitte nicht, sagte ich frustriert und fing an zu weinen. Wenn ich vielleicht diese 8 Seiten finde, könnte ich wieder in meinem Zimmer sein. Hoffnung stieg in mir. Nach einer Ewigkeit fand ich das Bad. Freude stieg in mir auf. Zeit für eine Pause hatte ich aber nicht, da ich nicht von dem Slenderman erwischt werden möchte. 1 von 8 Seiten gefunden, sagte die Stimme aus dem Nichts. Ich wollte nun zu dem Auto mit dem Anhänger rennen. Während ich rannte, hörte ich meinen Herzschlag. Kleine Staubwölkchen tauchten auf, wenn ich meine Füße hob. Laub bedeckte den Boden. Nach einer Ewigkeit erreichte ich es auch. Glücklicherweise befand sich dort wieder eine Seite. Es war aber keine Zeit für einen Freudentanz.
da ich hinter mir ein Rascheln hörte. Ich drehte mich nur kurz um und dann sah ich ihn schon. »Nein!« stieß ich hervor. Ich bekam extreme Angst. Ich drehte mich wieder um und rannte zu den Baumstämmen. Dort befand sich auch eine Seite. Man konnte sie leider schlecht in den Nebel sehen. Sie war sehr klein. Mit krakeliger Schrift stand »He watches you« drauf. Angst und Verzweiflung stiegen in mir hoch. »Drei von 8 Seiten gefunden«, sagte die Stimme. »Heute scheint wohl mein Glückstag zu sein«, dachte ich mir. Nun lief ich zu dem seltsam rosa gefärbten Teil. Leider befand sich dort keine Seite. Ich spürte einen ekelhaften Atem hinter mir. Neugierig wie ich war, drehte ich mich um und bereute es. Slender stand vor mir. Ich schrie mit einem schmerzhaften Schrei aus, als er mit seinen tentakelähnlichen Händen in meine Brust schlug. Ich sah Blut in meiner Brust, ich hatte verloren. Ich drehte mich noch einmal um und sah die Taschenlampe dort liegen. Das Licht war aus, ich hatte höllische Schmerzen. Dies war kein Traum, sondern Realität. Ich litt noch eine Weile, bis ich schwarz sah und damit meine Qualen endeten. Du da vor dem Computer, finde niemals die 8 Seiten. Oder du bist der Nächste. Und das war's in diesem Video. Ich dachte mir mal, ein Klassiker, Slenderman. Wieso nicht? Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um nichts zu verpassen. Wenn ihr weitere Creepypasta-Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.